heute also Was ihr wollt von William Shakespeare. Und das heißt, wir sind hier auf Illyrien, einer kleinen Insel irgendwo im Nirgendwo. Und der hier, das ist Orsino. Obermacker und Herrscher von Illyrien. Film und Theater spielen bei uns an der Schule eine große Rolle. In der 9. Klasse können sich die Schüler für eines der beiden Projekte entscheiden. Sprich, 5 Wochen Theater, 5 Wochen Film. Sieben Robben-Lippen sitzen, sieben Robben-Sippen, die sich in die Rippen schippen. Also wir arbeiten hier mit einem externen Regisseur. Er probt mit der Klasse die Szenen und ist für die Regie zuständig. Genau, und dann würden wir nochmal das, was wir gestern nicht mehr geschafft haben, die Figuren nochmal rankommen lassen, die gestern nicht aufgetreten sind. Ich kenne auch in Deutschland keine vergleichbare Schule, die so einen großen Freiraum gibt für Theater und Film. Also was die Schule sich davon verspricht, ist, glaube ich, dass den Schülerinnen und Schülern eine eigene Verantwortung auch beigebracht wird an sich und in einer Gruppe einen Raum für Kreativität, für eigene Ideen zu geben, für eigene Fantasien, sich auszuprobieren, auch zu lernen, zu scheitern, einen gewissen Ehrgeiz auch zu entwickeln und aber auch totale Teamplayer zu sein und gemeinsam was zu schaffen, was man eben alleine nicht schaffen könnte. Ha! Wir hatten auch mal ein Mädchen, die hat in der 5., 6. Klasse gar nicht gesprochen und die war dann bei uns im Theater und ist regelrecht aufgeblüht. Und sowas zu sehen, wie die einfach nochmal wachsen, indem sie Theater spielen, das ist für mich immer das Schönste. Was täten Sie? Ich schrieb Balladen von verschmähter Liebe und sang sie lauter als in die Nacht hinaus. Ich brüllte ihren Namen ins Gebirge, bis mir schwarzhaft das Echo Olivia zuraunte. Die Schultern sind entspannt, die Finger verbinden sich, ne? Dazwischen ist ein kleiner seidener magischer Faden zwischen den einzelnen Fingern. Ihr sucht einen Punkt, den ihr euch fixiert, den Faden nicht vergessen, der hinten eure Wirbelsäule hochzieht, der euch aufrichtet, der euch groß macht. Genau, und dann stehen wir so eine Weile. Das Besondere, was uns dann auch über die weiterführenden Schulen immer rückgemeldet wird, ist einfach, dass die Schüler einfach ein unheimlich positives Selbstbild haben, eine tolle Persönlichkeitsentwicklung. Also unsere Schüler fallen oftmals auf, weil die einfach selbstsicher sind und wissen, wie sie sich darstellen können. Ich bin da auch jedes Mal, ich war jetzt dreimal hier und jedes Mal wieder überrascht, wie selbstständig nahezu jeder einzelne Schüler in der Klasse ist und auch wie selbstbewusst, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, 9. Klasse, hat sich keiner getraut, vor die Klasse zu stellen, einen Vortrag zu halten. Hier ist das Alltag. Die stellen sich vor die Klasse und die stehen ihren Mann. Das kenne ich aus anderen Schulen nicht. Und da hatten wir mal eine Projektwoche von 2 Wochen. Aber das ist natürlich ein entscheidender Unterschied zu 5 Wochen ein Thema und das Thema komplett bis ins kleinste Detail durchkauen. Und Action. Szene 6, Take 94. Und bitte. Komm, jetzt kann ich die KI gerade nicht sehen. Wie denn? Komm, geht schnell! Für mich war das jetzt so, dass ich echt viel gelernt habe und dass man sich auch wirklich klar sein sollte, was das Ziel von einem Tag ist. Und so kann man auch ganz gut die Streitereien und sowas, die wir natürlich auch hatten, einfach ein bisschen zur Seite drängen, wenn jeder weiß, hör mal, ich will dann und dann zu Hause sein und ich weiß ganz genau, wenn wir das jetzt einfach drehen, dann passt das auch und ich finde, das kann man ja auch quasi weiter mitnehmen, dass man sich einfach ein bisschen organisierter sein sollte, besonders in der Gruppe. Hat jemand meinen Mann? Braucht jemand einen Traumhut? Ja, das ist sehr gut. Nein, nicht du, Luisa. Okay, ich probiere das hier jetzt. Wichtig ist schon zu wissen, also dass man mutig ist und sich dann auch eben für das Theaterspielen entscheidet. Das braucht viel Zeit. Dafür gehen eben andere Unterrichtsinhalte verloren. Und dafür stehen wir. Und die Schüler werden jetzt nicht nachmittags oder zu einem späteren Zeitpunkt gezwungen, so irgendwie Sachen nachzuarbeiten. Also ich würde sagen, sogar lieber mehr davon, mehr so Projekte, weil ich glaube, letztendlich haben die da so viel gelernt, das hätten die in meinem Regelunterricht gar nicht lernen können.
Also auch was jetzt irgendwie so gruppendynamische Prozesse angeht und Terminabsprache und dass man auch eigene Bedürfnisse hinter Gruppenbedürfnisse mal zurückstecken muss und lauter solche Geschichten, würde ich sagen, das bereichert jede Schule und ich würde noch viel mehr Stunden von meinen abgeben, um solche Projekte machen zu können. Das habe ich gerade getestet. Oh mein Gott, was ist das? Als der Film dann fertig war, das hat sich unglaublich angefühlt, das Feedback von den Leuten zu bekommen. Wir haben da ja lange dran gearbeitet, ganze 5 Wochen lang. Und dann später so zu sehen, was man halt erschaffen hat, ist auf jeden Fall was richtig Cooles. Und ja, das war richtig schön. Mein Vater hat ein Maler auf der Stirn. Mein Vater auch. Ich bin's, Viola. Schule ohne Theater wäre für mich persönlich total traurig. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist absolut meine Leidenschaft und auch die der Schüler. Also wenn ich die dann Jahre später treffe, erinnern die sich einfach an die Erlebnisse aus den Klassenprojekten oder großen Theaterwerkstatt. Und ich persönlich werde dann schon von Weitem begrüßt, weil das einfach ganz besondere Momente sind, die so intensiv sind. Die vergisst man einfach nicht.